Immer mehr Jugendliche wollen durch Musik bekannt werden. Ein schwieriger Weg. Doch einer hat es geschafft. Adrian Vogt ist bekannt unter dem Rappernamen Lil Toro. Er ist ein Superstar, ein Multimilliardär und ein Frauenliebhaber. Das Leben, das ich lebe, ne? Stars, Groupies, Geld, immer spielen vor vielen Leuten auf Bühnen, Heroin, Kokain. Das sind nicht Nachbarn, das sind meine Angestellten, ja? Haben Sie Securities? Darf ich nicht drüber reden. Ich bin hier mitten in den Schweizer Bergen, wo Lil Toro wohnt. Laut eigenen Angaben musste er hier von Fans und Groupies in die Schweizer Berge flüchten. Und wir dürfen ihn heute begleiten. Kommt mit! Schon seit mehreren Jahren lebt Lil Toro hinter verschlossenen Türen in der Schweizer Berggemeinde Flims. Hier kann er sich von der Öffentlichkeit verstecken. Kennen Sie Lil Toro? Lil Toro, der singt zum Beispiel sowas wie Zürich, Basel, Genf, Shame on you. Wenn du uns nicht kennst, schon gehört? Nicht unbedingt. Okay. Wir haben zwar auch Kinder, aber die sind schon ein bisschen älter. Das war mir jetzt gar nicht unangenehm, das war total okay. Wir dürfen Lil Toro alias Adrian Vogt als erstes menschliches Kamerateam einen Tag lang begleiten. Für diese Reportage haben wir natürlich einen sehr langen Leidensweg hinter uns. Es war nicht leicht, an Lil Toro ranzukommen. Bis wir überhaupt wussten, wo er wohnt, war es schon ein harter Weg. Wir haben sein Management geschrieben, das hat einen Sitz in Mexiko. Das hat uns weitergeleitet an sein nächstes Management mit dem Sitz in London. Ja, dann haben wir herausgefunden, er ist in der Schweiz. Und ich glaube, wenn wir die richtigen Infos gekriegt haben, dann ist er genau da. Es ist natürlich extrem spannend. Viele Leute haben spekuliert, wo ist Lil Toro, wo ist er untergekrochen? Ist er jetzt irgendwo in Mexiko oder in London? Oder ist er doch der Schweizer, der ist einfach in der Schweiz geblieben. Lil Toro ist ein Weltstar. Deshalb ist auch seine Villa mit den neuesten Sicherheitstechniken ausgerüstet. Zutritt nur für Bewohner. Und da schauen wir jetzt rein. Mein Herz schlägt ein bisschen schneller. Lil Toro? Lil Toro! Wir stehen jetzt ziemlich sicher vor Lil Toros Wohnung, aber der Name wurde sogar falsch angeschrieben. Wir läuten einmal an und schauen, was passiert. Warte kurz, ich komm. Hallo? Ein waschechter Weltstar, zum Anfassen nah. Aber wie genau ist jetzt sein Künstlername? Ich bin Lil Toro, AD Toronto, Aldi Torte, Adi Toro, Young Toro. Gibt viele Namen. Ich habe diesen Namen damals bekommen von meinen Eltern. Die waren ja beide auch sehr erfolgreich im Jazz-Business. Meine Mutter im Jazz-Business, mein Vater im Country. Und die haben mir diesen Namen gegeben. Steht auch amtlich auf meinem Ausweis drauf. Ja. Wieso lachen Sie? Nehmen Sie meine Kunst nicht ernst. Laut eigenen Angaben von Lil Toro und intensiven Recherchen des Redaktionsteams wohnt Adrian Vogt in einer Multimilliarden-Dollar-Villa mit mehreren Wohnkomplexen. Sind Sie sicher, dass das kein Airbnb ist? Haben Sie eine eigene Wohnung? Nicht, ne? Habe ich mir gedacht. Wir haben hier einen Tisch mit der wunderbaren Aussicht. Der ist extra angefertigt von einem Tischler hier drauf. Wurde natürlich schon... Auch zusammen mit Groupies, das ist ganz klar. Das da drüben, genau. Das sind nicht Nachbarn, das sind meine Angestellten, ja. Haben Sie Securities? Darf ich nicht drüber reden. Haben Sie schon mal was von Raketenabwehrsystem gehört? Wieso lachen Sie jetzt? Weiß nicht. Gomme Mode. Ah, in Ihren Songs geht es ja auch um Gomme Mode. Boah, Gomme Mode ist, glaube ich, einfach das Leben, das ich lebe, ne? Stars, Groupies, Geld. Immer spielen vor vielen Leuten auf Bühnen. Was war denn der größte Auftritt von den Leuten her? Hatten Sie schon mal einen Auftritt vor Leuten? Mehrere Platinalben, Grammys, unzählige BHs auf der Bühne von minderjährigen Fans. Das kommt natürlich nicht einfach von selbst. Ich muss jetzt in mein Studio. So, ich bin jetzt in meinem Studio. Hinter der Musik steckt harte Arbeit. Lil Toro zeigt uns, wie er einen Song aufnimmt. Ich setze mich halt zuerst mal hin, dann gucke ich, wie der Vibe ist. Probier dann ein bisschen in die Stimmung reinzukommen. Also da musst du einfach viben. Du musst einfach, ich kann Ihnen mal zeigen, wie das geht. Und ja, können Sie mal auf spontan irgendwas? Ich gehe mit dem Videoteam in Team. Ich habe Sex mit allem und mit jedem. Und wenn sie tot sind, tue ich sie beleben. Okay, ich glaube, das kann man nicht verwenden. Ich bin an die Berge gezogen wegen den Groupies und Fans, weil ich habe schon gemerkt, die Musik kommt beim Volk an. Ja, aber 300 monatliche Zuhörer sind jetzt nicht so viel. Wie viele monatliche Listeners haben Sie? Das habe ich jetzt zum Beispiel gestern aufgenommen. Will nicht mehr bei dir sein, will nur alleine sein. Trink mir
Salinas try to forget you. Also, ich höre heraus, ich setze auf jeden Fall auf Autotune. Das ist tatsächlich ein Stilmittel, ja, das viele Leute benutzen. Habe ich natürlich damals, ne, 1945, auch als einer der ersten benutzt, dieses Autotune. Ist ein schönes Stilmittel, ja. Aber ich muss jetzt kurz ein paar dann singen, ne? Oh, 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 baby di babi di boo, du bist meine Lieblingskuh. Du bist so schön am Grasen und ich schaue dabei zu. Das wird ein Banger. Inspiration für seine Nummer 1 Hits holt sich Lil Toro in Berlin. Dort kann er anders sein, so wie niemand anderes. Ich finde, da heben sie sich auch vom Deutschrap ab ein bisschen. Mir gefällt in Berlin einfach so dieses Alternative, weißt du, dieses Anderssein. So. Weißt du, da denken halt Leute wirklich noch so, weil alle anderen sind immer so, oh, aber ich kaufe dort Kleider in der Brockenstube, Secondhand. Ich ziehe mich extra komisch an. Ich klebe extrem viele Sticker auf meinem MacBook drauf. Und ich glaube, das hebt mich dann einfach nochmal von diesen Musikern ab in Deutschland. Ja, ansonsten, materielle Dinge stehen jetzt bei mir nicht so im Vordergrund. Würde ich jetzt nicht sagen. Lil Toro, ein Musiker, der nicht abgehoben ist, sich aber definitiv von anderen Künstlern abhebt. Mir ist es wichtig, dass die Unordnung gelebt wird, weil ich glaube, das widerspiegelt sich dann auch in meinen Songs wieder. Ich kann ja auch mal einen kleinen Song abspielen, wenn ja, Sie wollen. Ja, sehr gerne. Ne? Kann ja auch mal einen Song abspielen. Brauche ein bisschen Cash, mache ein TikTok, scheiß mal auf Designer, Bruder, trage nur noch Flipflops, friese schnell wie Brillen, Basel City, wo ich herkomme, Adi, Abi, hab kein Abi, doch ist trotzdem sehr dumm. Mir geht's gut, Digga, bin im Gomme-Mode. Meine Brüder haben Ort geholt und währenddessen hau ich ab, wie Winnetou, wieso? Ach, weil ich nicht kiffen tue. Mach auf TikTok eine Mio kurz am Vormittag, hol mir einen Döner und die Zeit Dank. Im Nachmittag. Vielen Dank, wir machen einfach weiter mit dem Interview. Verschiedene Leute und Quellen sagen auch, dass ich einer der besten Live-Performer bin. Und das übe ich natürlich auch. Ne? Erfolg kommt nicht ohne Glück, das hat damals Kontra K schon gesagt. Kann ich auch gerne mal zeigen, wie ich das übe. Bitte begrüßen Sie on the stage Lil Toro. Brauch ein bisschen Cash, mach ein TikTok. Scheiß mal auf Designer, Bruder, trage nur noch Flipflops. Fließe schnell wie Brille, Basel City, wo ich herkomme. Dankeschön. Dankeschön. Da ist gar kein Publikum. Haben Sie Publikum? Mein Management hat auch gesagt, damals noch auf Spanisch in Mexiko, haben sie gesagt, Hola, eres el despacito de Barcelona, era Bacareta. Und das heißt so viel wie, das wird in die Charts kommen. Ja. Ja, das war ein interessantes Gespräch mit Lil Toro ganz privat. Ich bin mir sicher, wir können ihn bald in den Charts begrüßen. Und das sage ich nicht nur, weil ich Angst habe vor seinen... Haben Sie schon mal was von Raketenabwehrsystem gehört? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Wer dumm, mir geht's gut, Digga. Bin im Gomme-Mode. Meine Brüder haben Ott geholt. Wer Deutschrap hört, ist wirklich, also der ist wirklich der allerletzte. Ne?